Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausakrobat und ich habe für euch heute die 45. Folge Tag of Playthrough dabei. Wir werden heute nochmal auf Shoreline gehen, weil wir noch drei Player-Kills mit der Packer und dem 6B47-Helm brauchen. Zusätzlich haben wir noch zwei neue Peacekeeper-Quests bekommen. Wir müssen einmal den Cargo-Record im Computerraum finden und wir müssen 10 Scavs auf Shoreline mit einer geschalldämpften M4 oder ADA töten. Ich habe mir jetzt hier die ADA, die ich in meinem Stash hatte, wieder rausgekramt. Die Mosin habe ich weggepackt und dafür sind wir jetzt wieder mit der ADA, mit der ihr ja auch schon bestens vertraut seid. Das ist die Waffe, mit der wir uns die beiden gegierten Spieler auf Shoreline geschossen haben. Und wen ich heute auch wieder dabei habe, das ist der Jute Tux, weil Tux gezwungen durch Corona nicht arbeiten darf, habe ich ihn jetzt ja einfach mal mit eingebunden, damit er nicht zu Hause, dass ihm zu Hause nicht die Decke auf den Kopf fällt. Hallo Tux. Hallöchen. Also, ich hoffe, wir haben das jetzt mittlerweile ja in 45 Folgen auch schon häufig genug gezeigt, wie man auch alleine spielen kann, aber im Duo ist es auch immer doppelt so witzig, deswegen gehen wir jetzt hier heute nochmal zu zweit rein. Ich hoffe, das stört keinen. Ihr habt ja auch gestern in den Kommentaren geschrieben, dass ihr das unterhaltsam fandet, also von daher werden wir zu zweit uns nochmal auf das Shoreline-Abenteuer begeben und als allererstes werden wir jetzt unseren Hideout, das haben wir ja gestern in der Folge, haben wir hier die Workbench geupgradet. Das können wir jetzt installieren. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir jetzt hier schon so eine Batterie zerlegen. Da ist sie, die Militärbatterie. Müssen wir mal gucken, die kostet, glaube ich, 250.000, 247.000. Die können wir kaufen. So, das war natürlich jetzt einiges an Geld. Aber die haben wir jetzt gekauft. Die ist natürlich nicht Find and Raid. Jetzt müssen wir das gute Teil hier nochmal ganz kurz kaufen. So, wartet mal ganz kurz. Bei Mechanic für 37.000 gibt es hier den Leatherman Multitool für 21.000. So, zack. Das beides können wir jetzt nutzen, um uns im Hideout quasi hier, seht ihr das? Impossible to start without fuel in the generator. Aha. Also müssen wir uns jetzt auch noch Fuel kaufen. Ich glaube bei Filter bei Item, da müssen wir ganz kurz gucken, ob wir hier irgendwo noch was Volles finden. Das ist ein bisschen teuer. Wir brauchen jetzt ein bisschen Benzin, damit das laufen kann. Ich glaube, so um die 80.000 werden wir schon auf den Tisch legen müssen. Einen Moment. So, gucken wir mal hier. Wieder nicht vorbereitet, der Mann. Inspect, 100 von 100. Kaufen. So, jetzt gehen wir wieder in Hideout. Jetzt läuft die Butze. Zumindest für ein paar Stunden. Und das werden wir jetzt nutzen, um hier diese Autobatterien herzustellen. Und die zählen dann, wenn ihr sie hergestellt habt, auch als Find in Raid. Das ist das Schöne beim Herstellen von Sachen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich hier auch schon Wilson-Zigaretten produzieren kann. Ne, mein Level von dem, wobei, war das bei Nahrung? Ich weiß es nicht. Nee, Wilson-Zigaretten kann ich ja noch nicht herstellen. Aber wenn wir das mit den Autobatterien geklärt haben, das hilft uns ja auch schon mal weiter. Ja, und ansonsten werden wir jetzt auf Shoreline gehen, gucken, dass wir den Cargo-Record bekommen und 10 Scavs vielleicht sogar in einer Runde umnieten. Das kann man eigentlich schaffen. So, dann gehen wir mal Shoreline, 14 Uhr, versichern. Und dann kann es losgehen. Also wie gesagt, man kann einiges im Stash selber produzieren, was dann als Find and Raid gilt. Aber es kostet natürlich, habt ihr gerade gesehen. Also wir haben jetzt sportliche 300.000, knapp etwas mehr als 300.000, 370.000 sogar, ausgegeben, um jetzt quasi diese Quest zu erledigen. Aber Autobatterien finden und rausschleppen, gerade mit den neuen Gewichtssystemen, ist halt auch so eine Sache. Von daher denke ich, ist es besser, wenn wir dann anderen Loot mit rausschleppen, um die Kosten zu kompensieren. Oder wie sehen Sie das, Herr Tux? Jawohl, kompensieren.
Habe ich, ja, ich, hab ich Teamoptimierung ja. gehört? Ich wollte vor ein paar Tagen auch zwei Autobatterien rausschleppen. Auf halbem Weg musste ich auch eine rausschmeißen. Weil er nicht mehr gehen konnte. Gar nicht mehr weggekommen. Das ist halt auch schon echt bitter, ne? Wenn du dann, keine Ahnung, du findest zwei Autobatterien und dann kannst du mit deiner ganzen Ausrüstung keinen Meter mehr gehen und musst dann da kriechen. Ich weiß nicht, ob es das wert ist, weil so eine Autobatterie ist jetzt ja auch nicht besonders wertvoll. Ich weiß gar nicht. Nicht mal mehr 100.000, ne? Ich sag mal so, wenn man die. Nee, die kostet keinen. Die kriegst du nicht mal 40.000 für, glaube ich, oder? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht genau. Aber die Autobatterien, die man auf dem Flea Market kaufen kann, die helfen einem für die Mission ja auch nichts, weil sie halt nicht Find and Raid sind. Das ist halt, wenn man die Mission erledigen könnte mit gekauften Autobatterien, dann wären die Autobatterien, denke ich, ein bisschen wertvoller. Die Militärbatterie ist zum Beispiel auch nur so teuer, weil man sie für den gleichen Preis bei Therapist verkaufen kann. Also Therapist gibt einem dafür, glaube ich, auch um die 250.000. Sonst wäre die, denke ich, auch nicht so wertvoll, weil man damit einfach nicht so viel machen kann. Außer dass sie 60 Kilo, glaube ich, wiegt oder so. Da haben sie, glaube ich, reduziert das Gewicht. Die ist so jetzt mit dem Patch reingekommen, wo das Gewichtssystem eingeführt wurde. Aber der Gewicht wurde, glaube ich, reduziert. Oh. So, wollen wir mal gucken, was uns hier so über den Weg läuft. Ich würde sagen, wir gehen erstmal außen rum und gehen dann zum Schluss ins Ressort nochmal. Ja. Bevor wir uns dann wieder mit den ganzen Level 80 Playern auseinandersetzen müssen. Ja, die Fullgear die Schränke looten, wenn die Hedgelänge schon längst in der dritten Runde sind. Die Hatchling-Invasion. Die gegierten Spieler, die trauen sich halt gar nicht mehr ins Ressort. Weil sie Angst haben. Es kann ja auch nur peinlich enden, wenn man da so weggeaxtet wird von der Seite. Bitter sind halt die Pro-Hatchlinge, die halt mit einer 5-7 reinrennen, die Pistoleros. Die haben dann auch mal ganz kurz so einen Headshot drücken. Durch die Scheibe auch noch durchschießen. Mhm. Bei mir ist Synchronizing mit 7. Oh, jetzt 100. Jetzt ist 100. Komm schon, Kringel, Ruckel. Ist der Ruckler? Mein Kringel zieht noch sauber durch. Ja, Kringel zieht weiter sauber durch. Hier wird auch nur weiter gekringelt. Hier wird sich im Kreis gekringelt. Go! Da ist wieder Johnny Holzrechner am Start. Oh, jetzt, glaube ich. Komm schon. Ja? Ja, jetzt ist was. Echt? Bei mir nicht. 7 Sekunden, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja, schön. Aber jetzt stehe ich bei 0 Sekunden, also von daher. Ich muss noch auf die sich zu verbindende Mikrowelle warten. Jetzt bin ich da. Ich noch nicht. Scheiß Spawn am Wasser. Jetzt geht was. Ich bin da. Ja, lass zur Tanke oder so. Oder erstmal eine Scavs killen am. Wir können auch Ortschaft Villa. Ja. Dann Tanke. Lass uns mal zur Villa. Scheiß auf die Ortschaft. Ich muss halt ein bisschen vorsichtig sein, weil das ist meine einzige gesilenced M4, die ich habe. Also gleich reinkrachen. Naja, wir finden schon. Ah, Maus, hier, 7 Stück. Oh, hoppla. Oh, mir ist ein Weapon Case rausgefallen. Das lag hier schon. Oh. Oh! Das war Kondensmilch, Nägel und ein Scaff paar. Vor der Villa. Ja, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Gleich. Ja. Oh, oh, der, schön. Bei mir ist er. Er hat einen Kopfschuss gekriegt und ist aber nicht umgefallen. Und dann ist. Wie ist das umgefallen? Dann habe ich nochmal geschossen und dann ist er erst umgefallen.
Frage ist, wo sind unsere parasitären Mitspieler? Die parasitären Mitspieler haben nicht mitgekriegt, dass ich einen Paracord gerade gefunden habe. Was meinst du? Das kann ich so nicht bestätigen. Doch. Ja, ich habe sowieso keine Schlüssel für die Villa, also kannst du... Ach so, ja. Ich will da jetzt auch gar nicht reingehen, ehrlich gesagt, das Getrampel und so. Dann lass uns hinten rum gleich zum Kraftwerk gehen und da... Das weiß ich nicht. Ich finde, das ist am Anfang, das ist eine Todeszone. Ja. Da haben Sie recht, mein kleiner Freund. Räumt. Aber ich krebs schon was auf der Insel rum. Was musst du mit der... Das wird ja auch einen Grund haben, warum du mit einer gesilenced... Ich muss PMCs umlegen, um genau zu sein. Mit gesilenced Pumpgun. Oh, das bietet sich doch an. Ist wenigstens AP-Slugs drin. Bugshot, Junge. Bugshot. Nee, guten APs. Guten 200 Meter Bugshots. So, also erst Kraftwerk und dann Tanke oder erst Tanke, dann Kraftwerk? Ich sage erst Tanke, wir sind quasi davor. Klugscheißer. Ja, ne? Jetzt noch ein bisschen weiter links halten, weil da oben rechts die unsichtbare Wand ist. Mhm. Wo wir gerade im Klugscheißer-Modus sind. Ah, ist korrekt. Alles korrekt. Übrigens, ich habe gehört, es soll bald ein Patch kommen, der 95% Optimierung bringt. 95%? Ja. Das Spiel soll dann quasi doppelt so gut laufen wie jetzt. Ja. Wow. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel läuft ja eigentlich auch butterweich, bis auf diese Tarkov-Hänger, die du ab und zu hast. Ne? Und so wie jetzt gerade eben. Ja, genau. Ich will ganz kurz einmal den Sniper-Scap, bevor mir den jemand klaut, töten. Ach, mich tot, weil ich in deiner Optik tot umfällt. Am Strand habe ich jetzt noch nichts gesehen. Sie klauen dir die Scavs an der Tanke. Na, ist nicht so schlimm, ich muss auch Player töten. Ey, hat gerade jemand den Lichtschalter ausgedrückt? Na, Nikita geht schlafen. Klang so, als wenn er schon unten bei den Fahrzeugen wäre. Ja. Oder ein Scav hat Dauerfeuer auf irgendwen geschossen. Die Kofferraumklappe ist auf jeden Fall offen von dem Jeep. Okay. Also die Brücke kann ich super einsehen von hier, die zum Loothaus führt. Ich gehe mal ein bisschen weiter ins Wasser ran, ne? Ja. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt hier Johnny Fast Loot ist. Der steht wieder auf, muss er mal zum Klo. Liegt eine Leiche vor dem schwarzen Jeep. Ich denke, ein Scav geht gerade auf die Tankstelle rauf. Pistole in der Hand. Ja, den würde ich dann jetzt erstmal mal. Ich glaube, unser Mann ist gerade reingerannt. Okay. Wo ist der Scav? Der sitzt. Oh, das war der Sniper Scav. Der muss hinter der Tankstelle sein, der Scav jetzt. Ich schnapp mir kurz die Scavs, bevor... Naja. Ah, ich seh ihn. Oh. Der ja, ballert, glaube ich, da drüben im Gebäude. Nee, das war hinter uns, bei den... Okay. Ich
Ich bin wieder da. Sniper Scav ist tot. Scav hinter der. Oh, unten am Strand. Player. Gibt's nicht mehr. War das ein Player? Oder entweder war es ein ganz blöder Player oder ein Scav, keine Ahnung. Ich gucke mal ganz kurz. Ich kann es ja sehen, oder? Bei mir ist alles ausgenullt. Das war ein Player. Okay, bei mir sind die ganzen Quests immer ausgenullt, wenn ich. Bei mir nicht. In der Runde gucken will. Wenn ich jetzt hier gucke, kurz bei Wedshop. 3 Scavs habe ich, das kommt hin, ja. Und das da unten war ein Player am Strand. Oh, stark. Aber das war ein Pumpgun-Player, also das war nicht unser Mann. Ich hebe Anspruch auf die Pumpgun. Ja, können sie haben. Er lief, hat ganz gemütlichen Strandspaziergang gemacht, so als wenn er gerade seine Freundin abholt. Geht gleich auch ins Forum. Ich werde immer abgeknallt, wenn ich mitten über den Strand spazieren gehe. Vielleicht ist der Typ auch abgeknallt worden und liegt da jetzt rechts neben dem Auto. Das kann sein, aber wer soll ihn abgeknallt haben? Der Scav, der ist gerade hier hochgewackelt. Oh, über die Straße kommt ein Player. Der müsste gleich am Militärtruck vorbeilaufen. Ja. Ja, ist vorbei. Ich lege mich mal hin, dass ich besser und gezielter schießen kann. Ja. Wenn er an dem grünen LKW vorbei... Ich sehe nicht mehr. Kann ich jetzt sehe ich ihn. Was macht der denn da? Jetzt ist er tot. Einer von uns beiden hat ihn. Ich lach mich tot, wenn ich ihn jetzt hab. Ich hab ihn. Ah, sehr schön. Aber was ist denn hier los? Also ich möchte jetzt hier hoch und heilig schwören, dass das keine bezahlten Statisten sind. Ja, auch stehen bleibt, ne? Ja, also, ja. Ich wollte erst gar nicht schießen, aber dann bleibt das stehen. Ein Player fehlt mir jetzt noch, dann habe ich die Quest auch durch. Ja, weiß nicht, sollen wir den Puff da hinten stürmen gehen, oder? Ja, komm. Ich glaube, also ich wette mit dir, das sind beides Player-Leichen, die da liegen und der eine hat einen Doktor. Warte, kurz. Ich lade kurz Munition noch auf. Achso, vielleicht ist er deswegen da stehen geblieben jetzt. Weiß ich nicht, ja. Aber er wurde ja schon beschossen. Ich wäre auf jeden Fall nicht da stehen geblieben. Aber bitte keine Scavs am Strand erschießen. 3 Stück habe ich schon. Ich würde das gerne diese Runde finalisieren. Ich glaube, der Sniper-Scav hat auch einen erschossen, weil er stand da danach ganz früh. Ja, es gab nur seine Schüsse, ne? Oh. Das könnte beim Kraftwerk sein, ne? Ja. So, ich bin jetzt unten an der Straße, wo bist du? Weil der eigentlich eine Pumpgun hat, aber gar keine besitzt. Was besaß er denn? Eine AK-74. Kannst du auch haben, wenn du willst. Sag ich nicht nein, aber mach du mal erst. Gönnen sie sich. Ich will nur kurz gucken, was er im Rucksack hatte. Was zu essen. Kaffee. Oh. Pockets leer. Bankrobber Outfit. Wechsel mal. Okay, ich lasse ihn mal da so liegen. Das ist die Rig für Profis. Die habe ich auch an gerade. Ja, gleich. Das ist eine Profi-Rig. Das ist ein Profi-Killer-Rig. So, sein Scav-Backpack nehmen wir auch mit. Das ist nämlich auch 10.000 Rubel wert. So. Oh Gott, PS-Munition. So viel hat der gehabt. 14. Aber er ist da jetzt auch nicht so lang gegangen, als wenn er jetzt aktiv mitspielen wollte, sage ich ganz ehrlich. Er hat sich für ein schnelles, passives Ende entschieden. Also, gut, vielleicht ist es ja auch so, dass ich das völlig falsch einschätze und aufgrund meiner hervorragenden militärischen Ausbildung es nur nicht nachvollziehen kann. Ich dachte, du warst bei der Bundeswehr. Was ist das denn hier? BMG Tracer? Kenne ich gar nicht. Okay. Also nochmal auf meinen eigentlichen Punkt zurückzukommen. Vielleicht kann ich es ja auch gar nicht nachvollziehen,
dass die Leute das nicht verstehen, dass man vielleicht alleine nicht einfach so einen Strandspaziergang machen sollte, sondern vielleicht doch eher die Deckung nutzen. Ja. Das Gelände zu seinem Vorteil quasi. Ich dachte, er wäre John Rambo. Er hat eine AK, er regelt das jetzt. Okay, ich glaube, hier hat der Scav gewonnen. Ich kontrolliere. Ja, hier hat der Scav gewonnen. Und die Makarov verloren. Hier hat Level 15 eine gesilenced AK verloren. Ich lasse dir ein Scav Backpack, du stapelst dir. Ich stapel dir. Wieder 10.000 Rubel. Darauf basiert mein Reichtum. Aber ich glaube, dass der schon da drin war, oder? Nee, der kam erst angestratzt. Achso, du meinst der... Wir hatten hier das Ding aufgemacht. Na gut, dann kann er vielleicht auch schon drin gewesen sein. Gehen wir trotzdem nochmal nach der Tresoris gucken, oder? Er war schon drin. Er war schon, wo können wir rausgehen. Dann lass uns mal Richtung Kraftwerk gehen, dann können wir vielleicht noch jemanden umnieten. Welche Seite? Von rechts? Was? Ja, von rechts. Ja. Aber... Was ich sehr gut finde, ist, dass das tatsächlich durchaus funktioniert, dass die Scavs tödlicher bei Hatchlingen sind. Das ist schon wieder die gleiche Waffe, ne? Ja. Was ist das für eine Waffe? Ich komme gerade nicht drauf. Ich kenne die aber. Okay, ich kenne die auch nicht, den Sound. Klingt aber nicht besonders mächtig. Also einen Player brauche ich noch, dann könnte ich tatsächlich diese Packer irgendwie. Links Holz oder was du das? Nee. Aber ich habe auch das, ich habe es auch gehört. Ich dachte, ich hätte Schüsse gehört. Da unten ist keiner. Scheiße, das klang, als wenn hier einer über. Ja. So. Lebt denn der Schnieper-Scaff jetzt noch? Nee, den habe ich schon. Ach, den hast du schon. Den habe ich mir schon. Ich habe ja gesagt, ich will nicht, dass mir den jemand klaut, deswegen habe ich den schon mal entsorgt. Und danach hat sich einer gedacht: Hey, Kraftwerk gehört mir. Willst du auf den Hang gehen? Ja. Ich würde jetzt hier von unten rangehen und mal horchen. Ich und Betsy nehmen den Hang ein. Du bist auch ein guter Schrotflinten-Sniper. Ich habe mir bestimmt ins Bein geschossen, deswegen konntest du ihn finishen. So bin ich zu dir. Ich höre hier nichts. Hier oben bei mir, Spieler. Echt? Hab ihn. Der wollte dich gerade wegsnacken, Alter. Hä, der kann mich gar nicht sehen. Echt nicht, weil der schliche nämlich hier oben entlang, in deine Richtung. Vielleicht wollte er das ja gerade tun. Ich komme mal hoch da. Er konnte mich jedenfalls noch nicht sehen. Okay, aber er hätte... Was hat er für eine Waffe? Kann ich noch nicht sehen. Kontrolliere. Mia. Das könnte... Level 13. Die gewesen? Nee, dafür klang aber nicht nach mir. Doch, das könnte die gewesen sein. Gegenhang ist soweit frei. Kann das nicht sein, dass er hier unten Scavs erschossen hat? Ich sehe das. Nicht.
Ja. Ich sehe da keine Totenscaves, um ehrlich zu sein. Doch, da beim Auto. Er hat auf jeden Fall gelootet. Er hat auch geschossen. Wie sieht's mit deinem Essen und Trinken aus? Hervorragend. Okay. Was ist eine Rick trickst du? Der hat so eine Tarzan. Was ist eine Tarzan? Tarzan-Rick. Ist er jetzt Tarzan oder was? Genau. ich trage die normale Bankrobber, super Ausstattung für Kriminelle. Ja, dann upgrade dich doch mal kriminellmäßig. Ist sie denn wirklich ein Upgrade? Ja, die ist wirklich ein Upgrade. Oh ja. Das ist ja ein kriminelles Upgrade, was wir hier. Oh nice, ist ein guter Mann gewesen, schießt M80, gefällt mir. Wollte mich quasi M80'en. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir über die Brücke und gehen über das Busdepot und dann können wir jetzt langsam auch, nachdem jetzt hier schon mal mein Spielaccount ist bei 4, tot. Ich glaube ja, dass der Sniper-Scaff hier irgendwen umgebracht hat, ne? Ja. Aber es wird schwer, den zu finden. Also der schießt auf jeden Fall. Ja. Der schießt auf jeden Fall meistens nicht 3-4 Mal und schießt dann die ganze Zeit daneben. Ich wollte ja Thermal spielen. Aber es wurde mir gesagt. Dann hätten wir ihn gefunden. Den Hatchen. Mhm. Ich weiß, Fairness ist deine Sache. Das ist dein Thema. Ich kann es weit finden. Ich kann es weit finden. Ich habe jetzt erst bei Silberzwiebel wieder gesehen, wie du Maya erklärt hast, dass es einfach bei jedem Spiel nur darauf ankommt, dass man am richtigen Ende des Knüppels ist. Ja. Alles andere ist egal. Dann bin ich schon wieder bei Silberzwiebel dabei, oder was? Mhm. Hast du dich für deine hunderten von Runden Lux gefeiert? Ah, das ist ein gutes Video gewesen. So. Jetzt wäre es sehr fair. Also oben bei Shoreline wird auf jeden Fall noch geschossen. Ich muss ja jetzt das Ressort immer sagen, weil sonst regen sich die Leute auf, weil Shoreline heißt die Karte. Ohne Scheiß, ich gewöhne mir das immer da auch schon an. Gehen wir einfach mal hoch in das Resort. Oh. Er quält sich aber noch ein bisschen. Oh. Schießt der auf uns? Warte mal einer. Oh, hier auf uns. Kann auch gar nicht so weit weg sein. Wie viele Scaffs habe ich denn jetzt? 4. Ach, hast du den gemacht hier gerade, oder was? Ne, er hat geschossen. Ich wollte das beenden. Schwein! Oh. Aber worauf hat denn der Typ geschossen, der... Ich weiß es nicht. ...quasi auf der anderen Straßenseite ist. Ich schlage vor, wir gehen das gleich mal herausfinden. Nachdem ich mir ein wunderschönes Humpback reingezogen habe. Mmh, ist das lecker. Mmh, oi, oi, oi. Wenn ich diesen verrosteten Löffel sehe. Ich will auch gleich wieder zurückkotzen. Ne? ja, wollen wir links umfassend erstmal abtauchen. Oh, das hat aber gut geschmeckt. Schöner alter Dosenfisch auf verrostetem Löffel. Exklusiv. Nur für das Ressort. Gourmet-Akrobat, nur das Beste. Ob es hier wohl Leute gibt, die auch noch frisch kochen? Nee. Könnte natürlich jetzt noch mal kurz hinter den Villen gucken, ob ich da noch ein, zwei Scaffs abfarmen kann, bevor wir hochgehen. Wir gucken erstmal, ob hier der... Der Zauberer von Oz. Und dann können wir noch mal zu den Villen gehen.
Weißt du, wo der geschossen hat? Nee. Bei dem LKW da oben. Meinst du, dass es da war? Ich finde, das wäre viel näher dran. Nein, 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 nein. Das war... Ich gehe jetzt mal kurz bei den Rillen gucken, ja? Ja. Ein, zwei Skeffis müssen doch hier noch rumlaufen. Du leuchtest übrigens schneeweiß an deinem Rücken wegen der Waffe. Was ist mit der Waffe? Ja, wird nicht gerendert irgendwie. Der Hand, der Handguard. Schneeweiß, hat keine Texturen. Ganz toll. Oh, da hinten ging was. Hinterm Zaun. Villa ist offen. Bin mir nicht sicher, ob das nicht ein Player war. Ist noch einer? Wo ist er denn? Ah, er kommt von links. Hab ihn! Wo bist du? Loote. Jawohl, er lootet. Der Handguard ist schnell. Ist das so neuer oder was? Nee, ist mit einem Bug ist das. Ist ein relativ alter, aber Textur ist so im Arsch. Okay. Ich hock mich hier nochmal ganz kurz hin und lade nochmal auf und dann können wir eigentlich ins Ressort gehen. Ja. Wenn wir jetzt noch einen Spieler töten. Und vier Scavs. Also wenn der Typ gerade da bei dem LKW rumgeballert hat, dann ist er vermutlich so abgehauen. Das kann sein, aber da snipert noch jemand. Ja, stark mit Mosin. Okay, let's go. Wo war denn das? Was? Das war doch beim oben Checkpoint, oben. Oder? Ja, oben. Weißt du, was ich schon immer machen wollte? Ach, die Tasche am LKW, an dem Traktor looten. Leute, hier ist eine Tasche. Die hat hier immer sicher looten. Das ist so feiern, wenn jetzt einen Headshot kriegen. Ja, hat sich doch gelohnt, Mann. Mitten auf dem Feld eine Tasche, das ist so. Wer die Mosin hier am Feuern ist. Weil das ist nicht beim Checkpoint. Deckel. Oder so, ne? Nein, weil viel weiter links. Da, oh, vielleicht killt der gerade Spieler oder so. Das ist entweder doch Checkpoint oder Ressort, ne? Checkpoint, der knallt bestimmt auf Scavs. Sollen wir uns den holen gehen oder? Ja, wir gehen erstmal die Musik holen, bevor er gleich wieder im Gang sein. Aus der Hüfte Headshot Sets. Was du heute kannst rasieren, das verschiebe nicht auf morgen. Mhm. Das reimt sich auch besonders gut. Ja. Das Problem ist immer, wenn man in Richtung läuft, hört man da nichts mehr, ne? Dann hören sie mal auf zu schießen, ne? Kann es auch sein, dass der Sniper-Scaff eine Mosin hat, ja, ne? Ja. Aber der schießt nicht so häufig. Gerade eine Fünfer-Lobby gelegt, der Junge. Weil er gut ist. Oha. Okay, dabei Marquis. Scavs sind auch am Eskalieren.
Ich sehe einen, oder? Nee, doch nicht. Ich dachte, hier läuft einer den Weg hoch. Ich bin hier rechts am Zaun, ne? Die Scavs schreien auf jeden Fall beim Panzer rum. Haben die da einen Hatchling gejagt? Ja, das sind normale Scavs, da schießen nicht drauf. Das ist einer extracted, wa? Ja, so. Sah so aus, als wenn sie den verfolgt haben, ne? Ja. Oh, wo ist unser Mosin? Vielleicht sind die beiden. Vielleicht hat der Mosin-Schütze nochmal mit den Waffen von den Scavs ein bisschen rumgeballert beim Extracten. Dieser Klassiker. Dann würde ich mir den anderen Scav auch gerne noch holen. Ja. Ich sehe sonst auch keinen. Also da unten rennen normalerweise keine Scavs rum. Ja, vor allem die pushen ja auch eigentlich nicht, ne? Ne. Also nicht so. Ich glaube, die haben eine Made verfolgt. Schauen wir noch mal kurz den anderen Scav. Ja, ich komm nach. Du brauchst ja nur Player-Kills und keine... Ich brauche nur Player, deswegen habe ich gar nicht mehr drauf geschossen. Die Frage ist, wo ist der jetzt hin? Hock doch hier. Hier ist noch einer, oder? Ich komme angerannt. Noch was gehört? Ja. Ah. Ey, warte mal kurz. Ich booste dich mal hier rauf. Nee, du bist, achso, ja, ich booste dich mal hier rauf. Der hat ein Nachtsichtgerät auf. Ach, cool. Oder kann man da jetzt auch schon selber hochspringen? Haben sie es? Nee. Geht das noch? War das hier? Ja, ne? Ich glaub schon. Ich lade mal kurz Magazin nach, du machst keinen Scheiß und holst die Waffe und das Nachtsichtgerät. Ja. Richtung Panzer ist er. Spieler. Wo? Läuft zur Drohne, hab ihn. Okay. Richtung Panzer ist. Wo? Oh, Scav, wo ist der? Den brauche ich. Irgendwo beim Bunker muss er sein. Ja, ich sehe ihn. Er ist unten hinterm Zaun. Okay, die Scavs habe ich. Die Leiche ist bei mir hier oben nicht. Ist die bei mir runtergefallen? Wo ist die denn bei dir? Die muss. Oh doch, er liegt hier. Lol. Er macht nichts, oder? Ich habe hier das arme Schwein da hinten drin sehen. Der hatte eine Mosin, der hat die ganze Zeit geschossen. Na, dann hat er bestimmt den Hatchling hinterher geballert oder so. Keine Ahnung. Oh, nice. Monitor Mosin. Und 7-in-1 Munition. Was für. Ich hock mich mal kurz hier hinter den Panzer und lad mal jetzt nochmal Mission auf. Und wo ist der Spieler? Ja, den checken wir gleich. Also mit den Scavs bin ich durch. 10 Scavs habe ich gemacht. Ich guck mal nach dem Spieler. Ja, warte, ich komm gleich mit. Nicht, dass du jetzt auch so. Muss nur ganz kurz einmal nachloden. Ja, gute alte Nachtsichtgerät, Scav. Hat er das kleine drauf oder schon besseres? Ja, hat das PNV 10T drauf. Das kleine. Na, besser als nichts. Man kann sagen. Und die Nachtraids herkommen. Ah, easy. Ich bin hier irgendwo hier links im Vollsprint erwischt. Hier links im Voll. Das hört sich aber. Das muss ja ein Level 1er gewesen sein, wenn du den so schnell erwischt hast. Da.
Das ist ein Scav-Player, oder? Scav-Player, ja. Der hat eine MP7. Der hat eine MP7. Uiuiui. Brauchst du noch Xeno für den Ausbau von deinem Hideout? Nö, nö, nö. Hab ich. Okay. Immerhin war der mal die AP-Slugs wert, also MP7, das kann man sich auch mal ganz gut reintun. So, use. Wenn du was zu trinken brauchst, sagst du Bescheid, ne? Ich habe so eine große Wasserflasche am Start. Er hat mir auch schon eine Spende. So ein Aquamarin habe ich hier. Und ein Spieler wäre jetzt noch fair, dann hätte ich die Parkour-Quest auch direkt durch, ja. Ja, von mir aus kommen wir da. Richtung kleines. Ja. Wir gehen jetzt einfach hier in den ollen Westwing rein, oder? Wir gehen hier ganz normal einmal durch. Und wie viel Zeit haben wir denn noch? 17 Minuten. Ja, würde ich sagen, arbeiten wir uns professionell, wie das der Zuschauer hier gewohnt ist, vom Westwing. Wobei wir können. Westwing, brauche ich da überhaupt was? Nee. Können wir auch gleich Kino und Eastwing machen. Gut, machen wir Kino Eastwing. Ich meine, die barbarischen Hatchling-Horden haben es ja sogar noch rausgeschafft zum Ausgang. Bitter. Eigentlich haben wir dem jetzt ja, wobei der war wahrscheinlich schon weg. Der war schon. Indem wir die Skeps getötet haben, haben wir ihm ja quasi noch geholfen. Nee, der war schon weg, der. Nicht, dass wir uns jetzt hier wegen Mittäterschaft oder so zur Rechenschaft ziehen. Das hat keiner überlebt. Wird uns keiner anzeigen. Wir können dann, wenn ich mein Ding hab, das, dieses Cargo Record, können wir da auch hinten raus, ne? Stimmt. Falls die Zeit knapp wird. Du musst nur Spieler umbringen, keine Scavs, ne? Mit der Geschalldämpfung. Hier nur Spieler, auf Interchange muss ich Scavs. Hallo? Hier ist Blut. Oha. Hier ist offen. Rechts sieht frei aus. Hier liegt ein Toter. Scav. Noch mehr Blut. Hier wurde gestorben. Hier ist alles durchgewühlt. Der Safe wurde hier auch gemacht auf meiner Seite. Oh. Aber was? Flashdrive wurde liegen gelassen, oder? Nee. Ich habe Klopapier gefunden. Klopapier und Saft. In Zeiten von Corona-Krise ist das das Wichtigste. Bleach würde hier noch rumstehen. Nee. Und Shampoo. Oh, Shampoo. Nee. Körperhygiene wird zurückgefahren. Gott, es ist unwichtig in Zeiten von Corona. Was mich mal interessieren würde, ist. Wie ist das Blut hier hingekommen und dieser Schuss da oben? War hier ein Riese? Stell dich mal kurz davor. Jetzt werden wir mal in den Kopf schießen und gucken, wie das Blut spritzt. Ja. So vergleichswert. Ah, lass uns in den Westwing gehen. Oh, die Zähne. Hast du hier unten geguckt? Nee, nee. Die waren gründlich, die Jungs. Sind wir in den anderen Wegen? Ach ja. Du Scheiße. Das zum Thema Planung. Oh, hallo. Was sind sie denn? Er hätte die Pumpgun, die ich vielleicht bräuchte, aber ich bald. Er hat die Pumpgun, die ich vielleicht bräuchte. Du hast doch eine. Ja, wenn ich sterbe, ich kann. Bisschen mehr Selbstvertrauen. Bin tot. Na
Mein Glück, was das Treffen angeht, habe ich verbraucht, indem ich diesen Scav Player im Vollsprint mit einem Schuss erlegt hatte. Sagst du, das reicht schon? Ja, mehr kriege ich nicht mehr. Soll ich noch einen Tote Hot nehmen? Hast du hier dein Vitamin-Dings schon ausgeholt? Ja. Ach, waren wir schon? Ja. Ja. Okay. Gestern zufällig erst. Okay. Ja. Ich bräuchte noch Vitamine. Nee, jetzt guck mal, jetzt hast du mich total durcheinander gebracht. Was ich noch brauche. Computerraum raus. Bloodsets. Jetzt brauche ich nicht. Und Wilson-Zigaretten. Die Taschen wurden ja mal durchwühlt. Nee. Die, auch schon, ja, die Medizintaschen hat er alle gemacht. Hier ist noch Milch, falls du noch Milch brauchst. Apple Juice, falls du noch Apple Juice. Will ich mir noch reinballern? Okay, ich habe mir den Apple Juice gegönnt, dann kannst du noch die Milch da rausholen. Alles für Metabolism. Mir ist jetzt auch gefallen, dass ich hier einen Laser dran habe. Nice. Hast du einen Laser dran? Das liegt einfach daran, dass ich diese Waffe, dass mir die zugespielt worden ist. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die her habe. Ich glaube auch von Interchange oder so. Hier wurde gelootet. Massivst wurde hier gelootet. Ah, hier wurde auch massivst. Ich kontrolliere trotzdem nochmal nach. Weil die Handgranate, sie sieht untouched aus. Ist aber leer. Das wusste er. Kiste sieht untouched aus. Hm. Ich komme mal hoch. Bin vom Schweineraum. Er ist vom Schweineraum. So, ich muss mal ganz kurz überprüfen, dass das hier nicht dieser Computerraum ist, von dem alle reden. Nee. Hat er 314 und 316 auch gemacht? Ja klar, weil wir die Schlüssel dafür jetzt haben. Das ist ja ein ganz fairer Sportsmann gewesen. Hat er noch irgendwas hier liegen lassen? Er hat sogar beide Schlüssel, oder was? Das läuft ja, damit er in den einen Raum reingehen kann, um in den anderen wieder rauszugehen. Hallo. Hi. Ich gehe da mal zum Computerraum. Das war die Waffenkiste. Da ist ja auch gewesen. Was ein Idiot. So, den Koffer habe ich. Was denn? Hab Klopapier liegen lassen. Hab auch schon eine Rolle dabei. Ja, dann wollen wir hinten beim. Genau, wir gehen bei den Steinen raus. Könnten das Hausmeisterräumchen nochmal gucken für Sprit, ja, für dich. Ja. Jetzt, wo der Generator laufen muss, ne? Ja. Muss der Generator laufen? Polizei. Oh, Wasserfilter hier. Ja. Zigaretten. Hm. Falsche Sorte. Die rauche ich nicht. Oh, unbekannter Schlüssel. 306 Schlüssel. Ganz wichtig. Hast du den Wasserfilter aufgehoben? Der ist schon verstaut. Jawohl. Dann können wir einen Abflug machen. Oh, warte, die Tasche hier loote ich auch nie.
Das hat Gründe. Wenn ich hundertprozentig safe wäre, dass ich genau deinen Kopf treffe mit deinem Makarov und das Ding nur abprallt, hätte ich es jetzt gemacht. Also, ich habe euch jetzt die besten Kisten, die besten Taschen auf Shoreline gezeigt. Wenn ihr anderen Spieler eine Freude machen wollt. Da auf dem Tennisplatz ist übrigens auch noch eine Tasche. Okay. Er geht da schon mal hin, ich guck mal. Rock für Sash offen. Die beim Trecker finde ich wirklich gut. Hier unten rechts da bei dem Pavillon ist auch noch eine Tasche. Also es gibt hier für Duffelbag-Liebhaber gibt es auf Shoreline auf jeden Fall alles. Oder? Wie würden Sie das sehen, junger Paar? Nochmal 5 Stück im Keller. Im ganzen Ressort sind auch, ich würde sagen, bestimmt 30 Stück. Oh, ich kriege ja keine Ausdauer mehr. Hoppala. Bin schon wieder so vollgestopft. Ja, das ist das Rucksack im Rucksack-System. Kümmeratski. Aber stößt an seine Grenzen. Wieder zwei Missionen gemacht. Das ist sehr gut. Sehr gut gelaufen. Da haben wir wieder die volle Zeit hier auf Shoreline ausgekostet. Ach, geht ja auch schnell um die Zeit, ne? Mhm. Und wenn man einmal versucht, alles zu looten, ja. Ich meine, wir haben noch nicht mal die Villen gelootet. Wir waren nicht beim Tower. Also Shoreline, da kann man sich schon im Loot verlieren. In der Ortschaft waren wir auch nicht. Stimmt, die Ortschaft haben wir nicht gemacht, Tower nicht, hast recht. Aber trotzdem 12 Kills, 10 Scavs. Jawohl. Ich habe einen Attentäter erwischt. Wie er sich angeschlichen hat. Ja, der wollte. So. Dann würde ich sagen, als allererstes befreien wir mal hier die gute alte AK-74 von den Sachen, die wir alle bei Skier verkaufen. Trading, Skier. Kaufen. Prapor. So, dann müssten wir die eigentlich abgeben können. Ach ne. Ist das nicht eine AK-74N? Ach, das ist eine M. Und wieder verarscht. Und er will natürlich nur eine N. Ne, die will ich. So, den Scheiß kannst du behalten. Verkaufe ich das halt an wen anders. So. Munition safen, dann Therapist. Paracord haben wir auch noch gefunden. Siehst du, war doch eine Tippitoppi-Runde. So. Das können wir verkaufen, das können wir verkaufen. Von dem Klopapier müssen wir uns leider auch trennen. Das Nachtsichtgerät können wir verkaufen. Kaufen wir das mal an Peacekeeper, das ganze Gestell hier für $251. Und jetzt können wir das noch alles hier einmal an Therapist verkaufen. Und schwuppdiwupp sind wir wieder gemachte Leute und wieder im Geschäft. Das läuft hier. So, jetzt können wir die beiden Missionen noch abgeben. Ah ne, Hideout wollte ich jetzt gar nicht. Verklickt. Das dauert auch noch mit unseren Batterien. So. Peacekeeper. Komm.
So. Find the Fisher's Dwelling, set the beacon und find a room with reservoirs. Das ist auch wieder Shoreline. Ja, das ist auch alles wieder Shoreline. Aber das gab jetzt schick Erfahrung und ich habe sogar ein Pistol Case bekommen. Granaten bis zum Abwinken haben wir noch dabei. Ifex aus der Hölle und ein Pistol Case. Und das Pistol Case, das nehme ich jetzt auch direkt mal, weil da kommen jetzt unsere schicken 5.7s rein. Mit den schicken Wechselmagazinen. Habe ich noch mehr Pistolen? Ja. So, die Shrimp-Magazine kann ich da auch reinpacken. Und dann haben wir hier auch gleich wieder Platz geschaffen. So schnell geht das. Das ist ja hier... Sind wir hier nicht bei armen Leuten. So, aber ich mache jetzt hier an der Stelle auch Schluss mit dem Video. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. War doch eigentlich eine schicke Runde. 2 Player, 10 Scavs und 2 Missionen erledigt. Danke, Tux, für den Support. Immer wieder gern. Macht ja Spaß. Und falls es euch auch Spaß gemacht hat, dann verlangen wir von euch an der Stelle jetzt endlich mal ein Like und einen netten Kommentar. Und ansonsten freuen wir uns auch riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zum Kanal findet. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.